Notiz vor dem Aufbruch, wenn es überhaupt zu einem Aufbruch kommt. Heute ist Freitag, der 29. Morgen, Samstag, den 30. möchte ich aufbrechen auf einen kurzen regionalen Jakobswegabschnitt mit einer Übernachtung. Doch ob es dazu kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens besteht Maskenpflicht in der Bahn und an die möchte ich mich nicht halten. Deswegen ist es nicht sicher, wie weit ich komme. Zweitens, das Geld ist ziemlich knapp. Vom Jobcenter habe ich seit Ende März nichts mehr gekriegt. Nee, seit Anfang März habe ich nichts mehr gekriegt. Für den April gibt es nichts. Und eigentlich müsste ich meine Telefonrechnung bezahlen, aber dann habe ich nicht genug. Und ich weiß nicht, wann es wieder vom Jobcenter was gibt. Das scheint sich eine lange Geschichte anzubahnen, bis ich, wenn überhaupt, Geld kriege. Und Zug kostet auch noch Geld. Drittens kommt noch dazu, dass es ab morgen ziemlich stark pissen soll. Und ich hatte ja eigentlich vor, draußen zu übernachten. Deswegen, ja, mache ich diese kurze Notiz vor dem Aufbruch. Also diese finanziellen Angelegenheiten, auch mit Jobcenter bedingt, war mit der größte Grund deswegen, weil ich, dass ich aufgeben musste, weil mein Geld ist knapp und ich möchte nicht am Arsch der Welt sitzen und kein Geld haben. Ja, wenn ich in der Nähe irgendwelche Touren mache, dann kann ich noch zurückkommen. Wenn ich zu weit weg bin, ist es schwierig. Und da mir mein gesamtes Hartz IV eingestellt wurde und komplett alles weg ist, eigentlich sollte ich persönlich vorbeikommen und alles regeln, doch ja, Jobcenter spielt verrückt. Ohne FFP2-Maske lassen die mich nicht rein. Und ich habe nicht einmal eine Maske und ich werde keine Maske mehr tragen. Ja. Es gibt gerade viele Dinge, die so ziemlich aus den Fugen geraten. Mein Leben gerät aus den Fugen. Alles, was ich so vorhatte, scheint jetzt in weite Ferne zu rücken. In finanzieller Hinsicht bin ich nicht in der Lage, die Gegend zu verlassen, werde eher in und um und in der Nähe meiner Wohnung und meiner Stadt bleiben. Ich sollte mich vielleicht so langsam auf etwas anderes konzentrieren, und zwar Wild Camping, Stealth Camping. Das ist noch realisierbar, weil das kann ich hier in der Gegend machen. Also, wenn das Wetter morgen mitmacht und ich nicht aus dem Zug fliege, dann werde ich den 2-Tages-Jakobsweg machen. Von Göppingen bzw. von Plöingen bis Nürtingen. Und wenn nicht, dann muss ich mir was anderes überlegen. Und dann nächste Woche, sobald mein Fahrrad fertig ist und alles dran montiert ist, was dran montiert werden muss und soll und kann und wird. Weil es gibt einige Angebote beim Hage Baumarkt und beim Aldi, was mir dazu verhilft, mein Fahrrad so weit hinzukriegen, dass ich meine letztes Jahr angefangene Strecke ab Hechingen bis zum Bodensee weitermachen kann. Ich habe da nur zwei Stempel auf dem
Pilgerpass. Und mein Ziel ist es, Jakobsweg bis Bodensee fortzuführen. Aber Damoklesschwert ist immer noch die finanzielle Situation, die derzeit nicht lösbar ist. Und ich weiß auch nicht, wie lange mein Handy noch nicht gesperrt ist und wie lange es überhaupt noch funktioniert, weil ich habe schon die letzte Monatsrechnung nicht zahlen können, weil kein Geld mehr gekommen ist. Und die jetzige Rechnung, die jetzt kommt, die kann ich dann auch nicht zahlen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch von meinem wenigen Geld, was verblieben ist, so eine Prepaid-Karte kaufen, weil sonst bin ich komplett nicht erreichbar. Und das ist inakzeptabel. Nun denn, in dieser Situation habe ich mich selbst manövriert. Und aus der muss ich selbst wieder rauskommen. Aber wie dem auch sei, lange Reisen sind gerade nicht möglich. Kurze Trips, ja. Und ob an diesem Wochenende, 30. April auf 1. Mai, dieser Zweitages-Jakobsweg stattfinden wird, das wird sich morgen früh zeigen. Und je nach Intensität des Regens werde ich das in Angriff nehmen oder auch nicht. Also im allerschlimmsten Fall mache ich einen Eintagesausflug draus. Und zwar werde ich morgen früh so früh aufstehen, wie es nur geht. Und wenn es ganz arg schlimm, übel, bös pisst, dann verkürze ich die Strecke, sodass ich die an einem Tag schaffe und schlafe dann daheim und vertage das Draußenschlafen auf nächste Woche, wenn mein Fahrrad weit genug fertig ist, dass ich die Fahrradtour machen kann oder vielleicht noch eine Wild Camping, Stealth Camping Tour hier im Ort. Aber gerade bin ich ziemlich nicht gut drauf und die Probleme sind gerade größer, als ich Lösungen parat habe und ich muss das Ganze sacken lassen. Ich weiß noch nicht, wie ich aus diesem Loch rauskomme, aber ja, nun bin ich jetzt hier festgesetzt und ja, ich beende mal dieses Video, bevor ich hier noch weiter rumheule. Ja, viel Rumlabern hilft nichts. Ich muss gucken, was ich tun kann.